Hi. Ja, Ende des Monats. Es gibt ein neues Pickup-Video. Viel Spaß dabei. Los geht's mit den Xbox One-Spielen. Ich habe hier einmal Rook Trooper Redux. Ist, ich weiß gar nicht, ist es ein Remake oder ein Remaster? Third Person. Soll ja ein bisschen, ja, bisschen bizarre Story sein, aber hat auch eher durchwachsene Sachen, Wertungen bekommen. Aber ich finde es eigentlich ganz cool. Ich mag so Third-Person-Shooter und ja, das habe ich gekauft für 16 Euro. Aber mal reingucken. Ich denke mal, das wird so ganz gut. Das wird so mein Ding sein. Im Gegensatz dazu, So Long Dark ist ein Survival-Ding. Hat aber ganz gute Kritiken gekriegt. Deswegen habe ich es mir auch geholt für einen Zehner. Ja, wie gesagt, Survival ist nicht so meins, aber da werde ich auf jeden Fall mal reingucken. Ich glaube, der Raketenjansel hat es auch schon getestet. Oh, jetzt muss man angezockt. Naja, mal gucken. Dann habe ich Yooka-Laylee für einen Zehner gekauft bei Expert. So Jump'n'Run. Ja, mal gucken. Vielleicht ist es auch was für meine Kinder, mal mit denen zusammen zocken. Hat auch, glaube ich, ganz gute Kritiken gekriegt, oder? War das nicht so gut? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, wegen der Steuerung hat es nicht ganz so gute Kritiken gekriegt. Aber egal, ich zock's mal an. Ja, dann habe ich Industriegigant Teil 2. Ich bin ja ehemaliger BWL-Student und ich mag solche Wirtschaftssachen. Ich mag auch Aufbauspiele und da dachte ich, okay, hier für 15 Euro, das nehme ich einfach mal mit. Auch von Expert. Ja, Assassin's Creed Chronicles habe ich für einen Zehner geholt. Da habe ich mal eine Episode gespielt auf der PlayStation 4, meine ich. Fand ich gar nicht mal so schlecht. Hat ja nicht so gute Kritiken gekriegt, aber ich fand es gar nicht so schlecht. Und ich dachte, ja, für einen Zehner war bei Amazon mal im Angebot. Habe ich einfach mal mitgenommen. PUBG, 15 Euro. Ich hatte schon den Download-Key, aber ich wollte es unbedingt nochmal als Retail-Version haben. Finde ich auch ganz cool. Finde ich besser als Fortnite. Fortnite, also ich habe beides nur angespielt, Fortnite und PUBG, aber PUBG gefällt mir besser, weil es halt doch eher ein Erwachsenen-Setting hat. Ja, dann ein Spiel, worauf ich wirklich lange gewartet habe, weil das ist von, es ist nicht von, aber es ist nach einer Story von H.P. Lovecraft, Call of Cthulhu. Hat ja also offiziell im Magazin nicht so gut abgeschnitten, aber das Spiel kommt ziemlich gut bei der Community an. Und ich hab einen Test gehört bei Auf ein Bier, den Podcast, und da haben sie es eigentlich verrissen, muss man wirklich sagen. Und bei Dash FM, da haben sie es eigentlich ganz gut. Ich glaube, der Rainer, jetzt Fabian, der hat es getestet und der fand es eigentlich ganz cool. Und ich mag halt die Atmosphäre. Ich habe mir ein paar Let's Plays angeguckt. Ich finde die Atmosphäre total cool. Ja, ich meine, die Grafik ist wahrscheinlich wirklich altbacken. Aber so Horrorspiele finde ich cool, so, also das ist ja nicht direkt der Horror, ist mehr so ein Gruselkram, finde ich cool. Und H.P. Lovecraft finde ich cool und da musste ich unbedingt dieses Spiel haben. Also da bin ich wirklich total gespannt drauf. Forza Horizon hatte ich schon als Steelbook, aber ich wollte es nochmal so in so einem Plastikding haben, weil das macht sich besser so in der Sammlung, sage ich jetzt mal. Habe ich für 35 Euro beim Angebot beim Mediamarkt. Ist auf jeden Fall. Auch für 60 Euro ist es wert, ne? Ja, dann habe ich, das habe ich gestern erst gekauft, hier Asterix und Obelix. Da kann ich gleich mal zu übergehen. Ich habe es auch für die Switch gekauft, weil ich bin, oder ich, ja, Fan bin ich nicht von Asterix, aber ich fand es halt als Kind, fand es cool. Ich habe es viel gelesen, halt die Comics. Und ich fand so die Grafik recht ansprechend, aber ich habe es jetzt mal eine Stunde angezockt und es ist nicht so besonders. Wobei man sagen muss, also auf der Switch sieht es richtig, wenn ich jetzt sage Kacke, ist das übertrieben, aber es sieht schon sch ziemlich schlecht aus. Nicht scheiße, aber schlecht. Auf der Xbox X sieht es ganz okay aus, aber auch nicht so toll. Und ja, es ist so hüpfen und sammeln, aber auch nicht so besonders gut. Also ich zock's nochmal weiter, aber ich glaube, es ist nicht so besonders. Schade eigentlich, weil. So, das Setting und so und auch der Grafikstil hatte mich erst angesprochen, aber ich glaube, es ist stinklangweilig. Ja, kommen wir jetzt, also jetzt geht es gleich nahtlos weiter zu den Switch-Spielen. Da habe ich mir FIFA 19 geholt für 35 Euro. Auf der Switch finde ich, ja, es ist ganz gut geworden. Es fehlt ja der Story-Modus, aber ich habe es, ja, ich habe es mobil gespielt und da finde ich es ein bisschen hakelig mit der Story. Hat mir nicht so gefallen. Werde ich verkaufen und da hole ich mir die Xbox One-Version, wenn es ein bisschen günstiger ist.
Ja, SteamWorld Dig 2 habe ich mir geholt. Und zwar habe ich mir die geholt für diese 3 für 2 Aktion bei MediaMarkt, die jetzt gerade noch bis zum 10.12. Also, wenn ihr das sparen wollt, müsst ihr einmal zuschlagen. Das hat ja wirklich gute Kritiken gekriegt. Leider habe ich jetzt gesehen, dass es das, was heißt leider, also es gibt es jetzt auch für die Xbox One als Download-Titel, aber leider nicht als Retail-Version, wird es auch nicht als Retail-Version erscheinen. Finde ich ein bisschen schade, dass bei Xbox, das habe ich ja so oft angesprochen, dass bei der Xbox die Sachen nicht als Retail kommen. Finde ich blöd, aber naja, gut. Für die Switch habe ich es mir geholt. Ja, mal gucken. Ich habe es noch nie gespielt, aber es soll ja wirklich ganz gut sein. Excellent Verge gibt es auch. Ist genau das gleiche. Für die Xbox One gibt es das auch. Aber nicht als Retail-Version, sondern nur für die Switch und für die PlayStation 4. Ich habe es mir jetzt für die Switch geholt. Ich habe es gesehen bei Finchys Welt. Und es hat mich eigentlich angesprochen. Also, Grafik ist so 16-Bit-Style. Und ja, mal gucken. Also, ich fand es ganz cool. Ich fand die Musik auch ganz cool. Ja. Dann habe ich mir geholt Mario Party. Das wollten wir zocken. Hab ich mir gedacht, das könnte man so. Was weiß ich, Silvesterparty oder so. Ich denke mal, das ist ganz cool. Ich muss dazu sagen, ich habe noch nie Mario Party gespielt, aber. Ja. Ja, dann habe ich ein einziges Spiel für die PlayStation 4, God of War. Das habe ich schon fast durch auf der PlayStation 4 als Retail-Version. Als Digital-Version, Entschuldigung. Und jetzt habe ich es mir nochmal als Retail geholt, weil ich das ziemlich, ziemlich cool finde. Ich habe ja das andere God of War, das was als letztes rauskam, das heißt ja nur God of War. Aber das finde ich, ja, ich will nicht sagen, besser ist es anders, sicher. Es ist. Nee, besser ist es nicht. Aber es ist, sind beide ziemlich geil. Also die God of War bin ich echt Fan von. Ja, dann habe ich ein Spiel Frontlines. Darüber habe ich schon mal in dem Podcast gesprochen in Ehrenrunde. Und zwar, das war einfach mal so, das hatten sie im Angebot beim Xbox Store für 2,50 €. Ich kannte das Spiel überhaupt nicht. Und da ist einfach gekauft für 2,50 € so. Und das habe ich jetzt 4, 5 Stunden gespielt. Es ist total cool, es ist eine echt coole Story. Grafik ist echt Müll. Aber. Es macht total viel Spaß, ist ein Shooter natürlich und da habe ich mir gedacht, okay, das brauchst du unbedingt als Retail für die Sammlung und ich finde es richtig, also es ist ein richtig cooles Spiel, ist ein, weiß nicht, ist ein Geheimtipp, ich weiß auch nicht, ob es für die PlayStation 3 gibt, ich meine aber schon und THQ, ja, wird es wahrscheinlich auch für die PlayStation 3 geben, also bin ich mir ziemlich sicher, ist richtig cool, also wenn ihr das mal irgendwo seht, gebraucht oder so, solltet ihr mal zuschlagen. Dann habe ich, das war es jetzt von den Spielen, ne? Einen Film habe ich mir geholt und zwar Star Wars Solo. Ich habe es im Kino gesehen und ich fand den Film recht gut. Also viele haben den ja so kritisiert so, aber ich finde ihn recht gut. Und ich wollte ihn unbedingt haben als 4K-Version. Ich weiß gar nicht, was es da so zu meckern gibt. Also er ist jetzt nicht super toll oder so, aber ich finde jetzt die besser als die neuen Star Wars, muss ich ehrlich sagen. Außer Rogue One. Den finde ich richtig klasse. Aber diese, die Trilogie, die ja fortgesetzt wird, die finde ich eigentlich, die ist auch nicht so schlecht, wie viele sagen, aber ich finde die nicht so besonders. Ja, das ist so, was ich mir diesen Monat geholt habe. Erzählt mal, was ihr euch so geholt habt und ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht und wir sehen uns beim nächsten Video. Macht's gut. Ciao.